Hallo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Lukas Show und ich habe diese Anlage neu bekommen. Hier, echt jetzt. Weil der hier kaputt war. Zweimal geliefert. Das eine Mal ist er jetzt ganz. Und ich habe mir extra noch die Original-Lautsprecher ganz gelassen für euch. So sehen die Dingerchen aus. So mit Gitter. Haben hier sogar nicht mal mehr eine Typenbezeichnung, muss man hier sagen. Oder die ganze Holzplatte schwingt hier schon mit. Was Reflex hoch. Hier. Das ist Mist. Glaubt's mir. Hier steht's noch alles. CE geprüft. Ja, hätte. Oh, die hauen mir immer ab. Hier. Ich will euch mal was zeigen. Allein schon hier. Wenn ich hier. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich allein schon diese Packung hier benutze, aus Styropor. Jetzt hier mit mal ein bisschen drauf drücke. Kippt das Ding Teil schon an zu kippen. Hier haben wir die Bedienungsanleitung. Wie gesagt, ich habe gerade noch nur den Test gemacht, ob das Ganze hier überhaupt funktioniert. Gibt es hier Deutsch überhaupt? Ist die ganze Frage. Für die Bedienungsanleitung, ja, das Ganze funktioniert hier. Ist okay, was haben wir hier? Soundmaster. Garantie. So. Das alles okay. Box Nummer 2. Hier. Hier taugt das Ganze nichts. Auch wieder nichts. Zwei-Wege-System. Kabel kann man hier auch nicht besonders lang nennen. Maximal einen halben Meter lang ist das ganze Kabel. So, aber bevor wir jetzt weiter rummeckern, hole ich mal ganz kurz eine CD. Ich hoffe, es stört euch hier gerade nicht, wenn ich mal gerade verdecke, weil ich möchte jetzt gerade nicht meine ganze Wohnung zeigen. So, das ist jetzt okay so, okay. Gut. Holen wir uns jetzt einfach mal hier eine CD. Wo haben wir denn meine CDs hier? Alle. Mann, ey. Hier habe ich doch mal was Gutes. Hier mit Basskultur. Die habe ich mal im Urlaub gekauft. Hier schönes Andenken daran. Nehmen wir einfach CD 1. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie angehört. Könnte ich ja mal machen. Und starten wir die ganze Anlage hier einfach mal. Klickschalter. Ich bin aufgeregt. X-Bass ist hier ongeschaltet. Da haben wir die Fernbedienung noch. Warte, ich hole sie gerade mal hier raus. Sind hier Batterien mitgeliefert worden? Nee, keine Batterien mitgeliefert. Geht ganz einfach, ganz leichte, einfache Fernbedienung. Ich hole mal gerade hier eine Waage raus. Bin mal gespannt, hier von WMF. Bin mal gespannt, wie viel so ungefähr eine Box hier wiegt. Tun wir sie einfach mal hier drauf. Mit Gitter, hier damit ihr seht. 1100 Gramm. Ohne Gitter einfach so. 1045. Ist ja nicht sonderlich viel, muss ich sagen. Die andere wiegt die genauso viel. Geil, wenn er drin ist, ja? Ja, die ist schwer. Aber egal. Hier haben wir die Funktion wieder aufgelistet. Kennt ihr ja? Einer hat mich mal von euch darum gebeten, dass ich mal einen Test mit der Originalfernbedienung hier mache. Dann machen wir das einfach mal hier. Stecken wir das Ganze mal ein. Ich zeige euch das gleich mal. Hier, oh Mann, ich krieg die Dinger hier so schlecht gewindelt. Die sind so leicht, aber Gummifüße haben sie so dicke. Finde ich ein bisschen blöd. Währenddessen, muss ich sagen, schaukelt und baumelt das Ganze hier oder liegt das hier am Kabel? Nee. Soweit ich hier aber sehen kann, ist da nichts drin. Das Ganze schaukelt und baumelt hier wie bescheuert. Was haben wir denn da unten? Ach, kein Fuß drunter. Egal. Testen wir es einfach mal. Wie gesagt, das Ganze ist hier nichts Besonderes, kein Markenzeichen. Hier einfach alle billig verpackt. Ich kann jetzt hier gerade auch mal gucken, wie viel so ein Gitter überhaupt wiegt. 54 Gramm. Gar nichts ist das. Auf jeden Fall, manche finden es so schöner.
während andere das anders schöner finden. Oh, Mann, ey, lass dich gleich hier raus mit den Dingern. Starten wir einfach. Was muss es um? Ich stelle die Boxen jetzt, damit es mal ein bisschen besser klingt, hier einfach mal zu so einem Klangeck zusammen. Das erkennt man zwar, aber hier Bassreflex brauchen sie auch nicht, weil hier flattert. Ihr guckt euch das mal an, das ist nix, ist das. Wie gesagt, die Boxen sind scheiße. Falls die Marke Soundmaster dieses Video sehen sollte, an die sie gerichtet. Bitte, macht diese Anlagen weiter. Die sind gut, aber bitte, packt da andere Boxen rein. Die Dinger hier sind zum Kotzen, sind die Dinger. Ich will euch mal was zeigen, was passiert, wenn ihr die überhaupt schon auf so eine kleine Unheber einstellt. So, damit ihr es mal seht. Ich packe die jetzt einfach mal hier drauf, nur dass ihr seht, nichts anderes und dann... Hier kommt na nur einmal. Ich blaste jetzt einfach nur mal gegen, seht ihr? Das taugt doch nichts. Das sieht man doch da. Klappt das auch einfach so, wenn ich dagegen puste? Nee, das klappt leider nicht. Aber das hätte ich mal gedacht. Hier ist das Ganze noch auf dem Karton aufgerichtet. In diesem Karton kommt das Ganze zu. Einmal ungefähr hier zwei Halter für die Boxen und einmal hier für die Anlage. So kommt das Ganze zu euch. Viel Spaß beim nächsten Video. Euer Lukas Show.